Moin, moin, ihr Granate. So, warte mal, ich guck mal da. Moin Jörg, moin Lisa, moin Jelena, moin Philipp, moin Thomas, moin Fabio, moin Sabrina. Schöner 1. Mai, Rudi. Moin Udo, du Granat. Moin Jennifer, moin Christian. Fabio, hallo zusammen. Richard, also mir geht's erstmal super. Gibt's heute bei uns geiler Schwenker, Mutter? Warte, ich informiere dich gleich. Die Mutter regelt da ja alles mit. So, moin Silvia, moin Birgit, moin Lisa, moin Flo. Wir kommen heute zur letzten Frage unseres Gewinnspiels. Ich habe mir zuerst mal was zu Frühstücke gemacht. So. Weil, wie ihr wisst, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ne? Huhn. So, ihr Granate. Warte. War es schon Wasser? Ja, doch. Ich habe mir nur gerade. Mutter, ja. Haben wir nur gerade was zum Frühstück schnell noch gemacht? So, ihr Lieben. Geht los. Herzlich willkommen zum Livestream. Heute wieder mit der wundervollen Carmen, aka ich habe Maibaumschmücke zu meinem Hauptberuf gemacht. Moin, moin, Carmen. Moin, moin. So. Also, wir kommen gleich zur alles entscheidenden Frage. Ja, ich habe gesagt, gleich. Wir kommen gleich. Gleich ist nicht jetzt, ne? Gleich ist später. Wir kommen gleich zur alles entscheidenden Frage. Vorher lösen wir noch unser Gewinnspiel von gestern auf.
gestern, mich hat auch gefreut, ich war auch bei Instagram live und da waren auch ganz viele, die zugeschaut haben. Hat mich total gefreut. Ich muss kurz kommen, oder? Ich muss aber sagen, Freund. Ausnahmsweise nur. Kann ich ganz Zeit was sagen. So, warte. Ach, jetzt muss ich doch wieder Knoddele und Hühnerzwerge. Moin, moin. Oh Gott, wie sehe ich aus? Oh, naja, komm mal durch, so Strähnchens vor. So, gut. Los geht's. Also, die Auflösung von gestern. Also, es war doch dann irgendwie leichter als gedacht, aber... es haben so 30, haben die richtige Lösung, aber viele auch falsch. Ich habe mich immer total gefreut, wenn die Hausnummer falsch war. Also knapp vorbei ist auch daneben. Wenn jemand die 19 gesagt hat oder die 27, da wohnt auch ein Heinz Becker. Aber ich glaube, nach dem hat er seine Titelfigur, also seine Figur benannt, nach dem Nachbarpaarhäuser drüber. Genau, also die 21 war richtig und es war, eigentlich war nur einer richtig, weil die anderen schrieben alle die Klein-Ottweller Straße. Es war aber damals noch die Homburger Straße und die wurde erst in den 70er Jahren umbenannt. Aber nee, Klein-Ottweiler 21 ist richtig und lassen wir auch so gelten. Finde ich auch gut, ne? Mhm. So, und zwar folgendes. Also wir, die Bänder, die mache ich jetzt gleich noch dran und um 14 Uhr würde ich sagen, machen wir die Verlosung, weil es sind noch zwei Preise dazugekommen. Wir dürfen also drei Bänder ziehen. Geht da ein bisschen später? Ja, 15. Wir machen ein bisschen später, 15 Uhr ist besser. 15 Uhr, okay, 15 Uhr, hier. Und zwar, es haben ja so viele mitgemacht, also bei dem, mit dem... was war die Frage? Ah, mit dem Hüscher-Bärsch-Nachrichten, da haben ja über 100 mitgemacht, ne? Und also als ob es da ein Auto zu gewinnen gäbe, ne? Also schon klasse. Hm. Genau, also wir haben noch zwei weitere Preise und zwar, da werdet ihr euch jetzt total freuen, der zweite Preis ist ein kostenloses Porträt-Shooting von Thomas Büchner, Bücher. Heißt er, gell? Thomas, bist du gerade online? Büchner, genau. Der bekommt von Thomas ein kostenloses Fotoshooting im Blumengarten, so ein Porträtbild. Und dann haben wir noch einen dritten Preis. Und zwar gibt es da einen Eisbecher vom Eiscafé Florenz. Genau, den habe ich jetzt gerade mal auf der Straße angequatscht. Und der hat gesagt, er macht da mit. Und er gibt dann, also wir können heute drei Bänder ziehen, weil wir haben wirklich genug Bänder dran. Und freue ich mich, ja. Sehr gut, sehr gut. Auf das Foto, das ist so ein Fotoshooting, oder was? Ja, also er macht ein Porträtbild. Das, ne? Finde ich auf jeden Fall cool. Ihr könnt ja mal die Bilder, stellt ja auch ganz viele Bilder bei uns auf Facebook rein, die ich dann auf Instagram dann manchmal noch veröffentliche und so. Ja. Und der macht echt super coole Bilder. Also da könnt ihr euch schon mal richtig drauf freuen. Hätt wer ich das auch gewinnt, gern. Okay, ich wollte gerade sagen, ob man da noch selber auch mitmachen kann. Nee, wir dürfen ja nicht. So, ihr Lieben, also wir lösen, hast du jetzt gesagt, was die richtige Antwort von gestern war? Genau, die Klein-Ottweiler Straße 21, da wohnte der Vater von Gerd Dudenhöfer, der war ja Zahnarzt, der hieß Emil, so konnte man es eigentlich googeln, weil ich wusste ja auch nicht so genau, hat man immer gesagt, ja, gegenüber vom Severin, genau, und so konnte man das googeln, der Emil Dudenhöfer war Zahnarzt, er hatte dort seine Praxis und ja, Gerd hat dann dort gewohnt. Und tatsächlich der Heinz Becker, der wohnt ja auch in der Straße und, also soweit wie ich informiert bin, nach dem Nachbarn wurde halt seine Figur benannt. Ne? Also nach dem Heinz Becker, der hat irgendwann hat er da, es gibt ein cooles Interview vom Heinz Becker, wo er auch ein bisschen versucht, Hochdeutsch zu reden. Das hört sich immer so witzig an, wenn Saarländer versuchen, Hochdeutsch zu schwätzen. Und auf jeden Fall habe ich mich mal ein bisschen informiert, weil es ja um das Thema Heinz Becker ging. Und was ich richtig cool fand, es gab Heinz Becker, das wurde in 7 Staffeln produziert und er hat alles, also das Drehbuch und so, hat er selbst geschrieben, ne? Das fand ich total krass, dass er das wirklich selbst geschrieben hat. Also es kommt alles aus seiner Feder, also wirklich toller Mann, also mit, was der da auf die Beine gestellt hat, super, super. Dann, was noch richtig kurios ist. Er hat 10 Jahre an der Figur Heinz Becker gearbeitet. Mhm. 10 Jahre hat das gedauert für... Ja. Was noch richtig kurios ist, der Stefan, ne, der war ja dann im Tatort und so weiter und der war dann später bei der Bundeswehr und auch tatsächlich in Afghanistan und hat das alles dann, seine Erfahrungen in einem Roman veröffentlicht.
Thomas Bücher heißt er, Wiesbuch, ah, wie die Mehrzahl vom Buch. Hat das in einem Roman veröffentlicht, Asphaltseelen oder so, so heißt dem sein Buch. Also sau komisch, dass der dann da bei der Bundeswehr war. Alles. Das ist so mein Zettel von gestern Abend, ne, wo ich dann immer draufschreibe, wer mich angeschrieben hat. Vor allem ist auch immer nett, wenn mir die Leute dann auch schreiben, dass sie es nicht wissen. Ne? Interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht. Aber die schreiben dann immer, ja, ich weiß es nicht, aber es ist ein tolles Rätsel. Oder irgendjemand hat auch geschrieben, in der Schachtstraße 10, weil da irgendwann mal eine Szene gedreht worden ist, was weiß ich. So, da kommen wir noch zu unserem letzten Rätsel heute. Das wäre der absolute Knaller. Ja, da weiß ich nicht, ob ich da ganz, ganz falsch liege, dass das doch viele wissen. Es ist eine Geschichte, eine kleine Anekdote von Bexbach. Was? Ja. Sagen wir nochmal das Anekdote, oder? Sagt man so, ne? Doch? Ja, Anekdote. Und Märchen ist es nicht, weil es ist ja, also Märchen brauchte ich meinem Sohn nie zu erzählen. Bei uns gab es immer wahre Geschichten als Kind, ne? Mhm. Wie du mit dem Opa seinem Personalausweis, Bier, da war mein Opa schon 4 Jahre tot, da ging der Richard mit dessen Personalausweis Bier kaufen, ne? Musste ich auch in die Schule, ach, riesen Drama und das, aus dem Bub wird nie was. Ja, und es ist auch, und die, oder er hat auch mal in der Schule erzählt, wir hätten kein Geld für ihm eine Brille zu kaufen und deswegen konnte er nichts von der Tafel abschreiben. Ne? Also die Lehrer hatten da wahrscheinlich 3-4 Monate Mitleid, bis mal einer gedacht hat, nee. Aber wie das so ist, ne? Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ganz genau. Wer hat es geschrieben? Wer hat es gesagt? Shakespeare. Goethe. Ja. Ballade der Fischer. Gut. So, also unsere heutige Geschichte, also das ist eine kleine Geschichte. Und zwar, das hat sich in Bexbach zugetragen, wann genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, 20 Jahre dürfte es locker, 30 schon bald. Googeln könnt ihr vergessen, ich habe alles probiert, man kann es nicht googeln. Ja. Und zwar ist in Bexbach mal Folgendes passiert. Da sind die Bewohner morgens aufgestanden, wollten zur Arbeit oder sonst wohin, haben gemerkt, dass ihr Auto lauter weiße Punkte hat. Jetzt gibt es diese ABC-Auswahlmöglichkeit. Und zwar ist das so wie, sie haben einen Urlaub auf den Malediven gewonnen. Wen wollen sie mitnehmen? A, ihre Frau. B. Genau, und zwar das Auto war voll weiße Punkte und so. Meine Lösungsvorschläge sind, was ist da passiert in Bexbach? A, da war ein Jugendlicher, der hatte in Bexbach eine Lehre gemacht als Maler, hat sich da das Equipment da ausgeliehen und hat einfach ein paar Autos besprüht. Ganze Straßenzüge voll. War das richtig? Dann ist es A. Oder war B richtig? Es gab in Bexbach eine Waschanlage mit Borsten und an dem Borsten ging die Farbe ab. Und jeder, der in der Waschanlage war, hatte danach weiße Punkte auf seinem Auto bzw. Streifen. Oder, vielleicht war auch C richtig, vielleicht haben sie auch den Kühlturm vom Kraftwerk gestrichen und an dem Tag war so viel Wind und dann ist ganz Bexbach, ist dann irgendwie die Autos mit weißen Punkten. Also eine von diesen drei Geschichten ist wahr. A, B oder C. Und bitte nicht in die Kommentare schreiben, postet es wieder auf der Seite. Da haben wir jetzt auch ein neues Titelbild. Alois Nessler Center. Ja, also das ist ja unser Center, ne, den es ja nicht gibt, den wir ja mal bauen, der Richard und ich. Wir sind ja dabei an den Plänen da unten auf dem Messeplatz. So, ich gehe jetzt auch wieder. Richard, erzähl euch noch kurz, wann die Verlosung ist. Macht's gut, bis später. Also denkt nach, ABC. Und es geht auch nur bis 14 Uhr. Also weil ich muss ja irgendwann die Bänder dranhängen. Ne? Wer bis 14 Uhr, vielleicht kennt auch jemand gar nicht die Geschichte, kann man fragen. War gut, perfekt, ne, meine Geschichte. Perfekt. Also ihr Lieben, ich sag mal ganz kurz Hallo. Servus Thomas, Servus Rolf, Servus Ingrid, Moin Monika, Hi Sarah. Ach, Amorbach, perfekt. Ah, die wissen es schon. Mist, ich hab gedacht... Hast du schon die erste an? Ja. Also ich finde echt die Geschichte... die Mutter hat mir das gestern erzählt. Ich fand es richtig... Also ich fand es ja wirklich spannend. Der Hirscher hat schon kommentiert. Also bitte nicht in die Kommentare schreiben. Genau, bitte nicht in die Kommentare schreiben. Ich kriege jetzt auch gerade Nachrichten bei Bexbach und zur Stadt auf Instagram. Also, man kann nur Bexbach. Mit Bexbach weiß ich, ihr wisst. Und da frage ich auch eventuell nach.
Also ich fand das total spannend. Also irgendwas war in Bexbach, dass die morgens aufgestanden sind und auf einmal waren weiße Flecken auf dem Auto. Und wir wollen jetzt wissen, was war der Grund? Es gab drei Antwortmöglichkeiten, die Carmen euch gerade gesagt. Und eine davon ist richtig und die könnt ihr uns gerne. Und wichtig ist, ihr dürft nur einmal eine Antwort schreiben, ne? Weil es war auch bei dem gestrigen Gewinnspiel war es auch so, dass dann gekommen ist, Ei, Kleinadweiler Straße 19. Nee, falsch. Ei, dann die 20. Nee, dann die Ende 20. Und setzen noch meine Kinder auch noch ans Bench. Also die wollen auch noch mitmachen. Das geht auch nicht. Mhm. Weil das wäre auch unfair denen gegenüber, die da wirklich jetzt schon die ganze Woche mitmachen. Ja, also es sind ganz viele, die wirklich jede Frage richtig beantwortet haben. Also das wird heute mit der absolute Knaller, wenn wir zur Verlosung kommen. Also es ist jetzt eigentlich so, dass jetzt ganz viele Kommentare kommen mit dem Lösungswort Buchstaben. Und ich würde sagen, wir lassen das wie Zuschauerfrage vielleicht doch dann stehen. Da kann sich jeder was aussuchen. Also die drei Preise sind klar, sagst du nochmal? Also machen wir es von hinten nach vorne? Nee. Also der erste, dritte Preis? Der erste, dritte, genau. Der also, erste, der dritte Preis. Wir ziehen heute Mittag um 3 Uhr, ziehen wir Bändchen ab. Dieser Name, der draufsteht, gewinnt ein Eis von Eiscafé Florenz. Das ist gerade hier unten. Ne? Der zweite Preis bekommt ein Porträt-Shooting-Bild am Blumengarten mit dem Herrn Bücher. Also Bücher ist wichtig, ne? So, perfekt. Also Thomas Bücher, nicht wie wir eben gesagt haben, Bücher, Büchner, Thomas Bücher. So, also da bin ich echt sehr, sehr gespannt, weil der macht ja wirklich ganz tolle Bilder. Die könnt ihr euch auch gerne mal auf Instagram oder hier auf der Seite angucken. Und der erste Preis, also was heißt der erste Preis? Das sind ja alles coole Preise, aber den wir als letztes ziehen, der bekommt von uns wieder ein Frühstück. So, die Mutter, ich habe mir ja schon mein Frühstück gemacht. Der gesehen. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns heute Mittag um gegen 3 Uhr wieder zur Verlosung. Ich wünsche euch was, bleiben so wie ich bin. Bis heute Mittag. Tschüss.